Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Hallo, servus. Dem Tiger Farm. Hallo. Und dem Leon. Hallo. So, wir haben natürlich wieder inzwischen standardmäßig zwei Helfer am Start. Wie im Standard. Und ja, ihr kaspert aus, welcher Helfer wo ist. Beziehungsweise bei mir ist, glaube ich, gerade sowieso kein Auftrag. Doch, warte mal. Ich muss mal gerade schauen. Mikado, ist nur die Frage, was wir als letztes Aufträge hatten. Ja. Also bei mir war der letzte, glaube ich, fertig, meine ich. Ich meine, bei also ich hatte da, glaube ich, keinen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, bei mir war es Feld 7 Man. Feld 7? Deshalb war, glaube ich, der Case auch bei euch noch mit Mehrwerk ausgestattet. Ja. Ich weiß nicht, ob der Auftrag fertig war. Möchtest du das machen, Leon? Ja, ich hocke ja schon drin. Ja, Moment, ich muss gerade gucken, wie weit der Auftrag abgeschlossen war. Also, das Gras hier ist abgemäht. Stimmt, es ist schon... Ah, stimmt. Das hat Andi schon abgemäht. Das war schon abgemäht und abtransportiert, okay. Dann komme ich gleich auf das Unternehmen zu und sage euch, was los ist. Jo, ich mach das auch gleich. Dann gehen wir mal kurz runter und bis später. Jo. Ciao. Ciao. Tschüss. So. Gut. Da sind wir wieder. Ich habe erstmal einen Anschlag auf dich vor. Was? Anschlag und? Ich schon wieder Spionage, hoffe ich. Nein. Ich möchte gerne Land erwerben. Land erwerben? Ich möchte Land kaufen. Und zwar, okay. Wenn du gerade mal auf die Karte schaust, ja, schon wieder. Wenn mir schon wieder ein doofer Bug da. Achso, ja, das lädt immer ein bisschen nach. Also wenn Sie mal auf die Karte schauen, hätte ich gerne das Grundstück zwischen Ihrem Hof, Feld 16 und Akroma. Das Waldgrundstück. Achso. Ja, gut. Etwas dagegen? Nö, gerade im Moment nicht, ne. Okay, gut. Dann werde ich das im Laufe von dieser Folge kaufen. Und damit hätten wir dann schon mal alles geklärt. Gut. Bin schon mal gespannt, was du damit vorhast. Dann bin ich mal kurz beim Lohnunternehmen. Ich mach das. Klopf, klopf. Ja. Jo. So. Also ich bitte gern den Lohnunternehmer mit einem Fahrzeug seiner Wahl. Ja. Zu mir an den Hof zu kommen. Ja. Und sonst nichts. Dort, sonst nichts. Dort bitte die Ballenpresse anhängen und zum Shop zu fahren. Okay. Genau. Das wär's erstmal. Jo. Muss dann halt mal mit der Presse fahrt ihr. Ja, einfach mal zum Hof, zum Shop fahren und dann gibt's weitere Anweisungen. Okay. Danke. So. Da bin ich wieder. Zum Lohnunternehmer gehen. Ja. Okay. Dann hören wir uns gleich wieder. Jojo. So, ist gut, dass er jetzt weg ist. So, wir werden Folgendes machen. Wir werden uns jetzt die Waldparzelle kaufen, die direkt gegenüber vom Sägewerk ist. Und werden dort aktiv ins Baumgeschäft einsteigen. Und die Feldarbeit wird man einfach das Lohnunternehmen machen lassen. Das bedeutet für uns, wir verkaufen jetzt erstmal ein paar Sachen, dass wir uns die Parzelle leisten können und uns den neuen Traktor holen. Klopp, klopp, da bin ich wieder. WB. Und uns noch ein, zwei Sachen für Forst holen, damit wir da richtig durchstarten können. Oh.
Ups, da war ein Baum im Weg. So. Ich hoffe, du hast dir auch wieder einen Plan gemacht. Du weißt, was los ist. Hallo? Sorry, ich war gerade gedanklich woanders. Glaub. Ja. Ja, war Una einmal Lohnunternehmerstatus? Ja. Sie sind da, ja, gell? Ja. Okay, gut. Dankeschön. Bitte. Bis später. Jo. So. Ja, wie geht's Ihnen denn so, Herr Mikado? Irgendwie? Telekommunikationsprobleme. Ah, okay. So, es ging glaube ich auch darum, dass hier mir vielleicht noch ein paar Paletten gehören, gell? So, mal gucken. Ja. Ja, in meinem Hintergrund war etwas laut, also ich wollte nicht, dass man das so unbedingt im Video hört. Ah, okay. Das ist sehr aufmerksam. Okay, das gehört nicht mehr. Also von mir sind jetzt am Shop keine Paletten mehr. Okay. Die eine vielleicht noch. Nee, gerade auch nicht mehr. Okay. Ich frage mich jetzt, wer bei mir Lohnunternehmer macht. Wer macht bei ihm? Tiger Farm ist gerade bei mir unterwegs. Okay, dann ist wahrscheinlich Leon bei mir. Ja, ich stell mal hier ein bisschen abseits vom Shop noch ein paar Paletten von mir hin. Machen Sie das? Das hier. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich auch etwas vorhaben. Obwohl ich denke, ich mache das erst in der nächsten Folge. Nur direkt am Anfang. Und dann ist es ein bisschen. Ja. Keine Ahnung. Ein schöner. Oh, das gibt's sogar viel, ne? Okay. Oh, oh, oh. Was gibt denn viel mehr? Okay. Ich muss kurz zum Lohnunternehmen. Klopf, klopf. Ja. Einmal einfach auf den Verkaufsträger fahren. Okay. Okay. Ups. Ja. Und ging das jetzt nicht? Ah, okay, ging doch. So, sind Sie heute bei mir? Ja. Okay, gut, dann haben wir Folgendes jetzt zu tun. Sie können mal... Also wenn es Ihnen recht ist, würde ich die Anfahrt einmal machen. Ja. 100. So, ich kaufe mir erstmal die Waldparzelle. Gegenüber vom Sägewerk. Gehört jetzt mir. Oh. Oh. So, haben Sie eigentlich... Verfügen Sie über eine Kettensäge? Warte. Ah, nee, Moment. Brauchen wir nicht. Ich kaufe mir trotzdem eine. Dum-dum-dum. Okay. Sehe ich gerade, ich hätte eigentlich... Ah ne, warte, ich brauche ja noch einen Traktor. Ja, das sehen Sie, Kettensäge. Oh ne, eine Komatsu oder was ist das? Das ist eine Johnsort. Oh, okay. Das sieht gut aus. Ja. Meine Gedanken sortieren. Was wollte ich denn jetzt machen? Das weiß ich leider nicht, was Sie machen wollen. Kann Sie nicht durchschauen. Ich brauche einen Traktor. Ich brauche aber noch ein paar Forstmaschinen. Moment. Sie brauchen ja theoretisch nur einen Anhänger. Nee, ich brauche gar keinen. Und einen Reifer. Ich brauche gar keinen Anhänger. Das ist nämlich das Gute daran. Ach, denn deswegen der Autolot? Nein, wir haben hier eine. Moment. Forstmaschine. Ich kaufe einmal die Typhoon. Ah. Seilwinde. Ja. Und die Säge. So, okay. Gut. Die brauchen sie nicht anhängen.
Die werde ich bei mir dran machen. Sie können dann nachher hauptsächlich Bäume entasten erstmal. Okay. So, jetzt haben wir noch 150.000. Und sonst nichts? Nee, sonst wäre heute erstmal nichts. Ja gut, dann würde ich Ihnen jetzt schon mal insgesamt 200 abrechnen. Ja. Für die Anfahrt. Jetzt habe ich den Case verkauft, ey, den hätte ich behalten können. Damn. Das ist schlecht. Tiger Farm. Ja. Hat da Mikado gesagt, über wohin mit den Ballen oder? Warte einen Moment, wer das? Ich werde mir einfach wieder den Case kaufen. Kopf ab. Leon nach Akroma. Wohin? Akroma. Akroma. Das ist direkt neben dem Shop. Gut. Also, Herr Teigefarm, Sie können mir einfach mal folgen gleich. Okay. Und dann werde ich die Bäume fällen und Sie können dann einfach im Entasten beginnen. Okay. Wollen Sie direkt hier vorne anfangen? Fange unten an zu fahren, mir dann einfach hinterher. Ich gehe mal wieder runter. Jo. Ich überweise Ihnen gleich noch die 200. Jo. Danke. So, da bin ich wieder. Man kann noch Geld überweisen hier. Da verschenkt er schon wieder sein Geld. Ja, leider. Ich habe jetzt wirklich einen Bock, habe ich richtig geschossen. Ich habe nämlich meinen Traktor verkauft. Und dann musste ich ihn mir jetzt nochmal kaufen. Also da habe ich jetzt wirklich. Das ist aber echt nicht klug gewesen. Da habe ich jetzt wirklich ein paar tausend kaputt gemacht. Ja. So. Da haben Sie wohl recht. Halt, hier rein. So. So, das Lohnunternehmen ist bezahlt. Ach, genau. Ich hatte das jetzt auch nochmal herausgefunden wegen den Schafen. Ich konnte ja letzte Folge nicht platzieren. Ja. Und zwar liegt das wirklich daran, dass ich davor schon mal was auf Wiese 5 platziert hatte. Deswegen kann ich da halt keine Schafweide oder Kuhweide mehr platzieren. Ja, das Einzige, was ich halt wirklich noch machen könnte, wäre halt, dass ich halt wirklich irgendwie ein bestimmtes Feld oder so nehme, wo ich das dann halt drauf platzieren kann. Ah, das ist ein bisschen doof. Was hatten wir letztes Mal noch gesagt, so von wegen, dass es dann, dass du darauf dann nichts anderes machen darfst, ja? Irgendwie so. Ja, also genau. Dass ich dann das Feld kaufe, aber dass ich das halt dann nur benutze, damit ich dann die Kuhweide und so da drauf platzieren kann. Okay. Hatte ich vorgeschlagen. Okay. Ja, das können wir so machen. Das kann ich nicht. Ich glaube, das, was ich jetzt vorhabe, mache ich doch lieber jetzt in der Folge. Und zwar, ich würde gerne Feld 20 kaufen. Hätten Sie was dagegen? Feld 20. Also ich sag mal ganz... ich sag mal, nee, passt schon. Können Sie gerne machen. Ja. Okay. Dann danke, dass ich mit Ihnen verhandeln durfte. Sag mal, ich habe mich ja auch schon gut hier zurechtgefunden. Ja. Obwohl ich immer noch nicht weiß, was sie mit dem Grundstück da unten vorhaben. Tja. Ob sie das nur machen wollen wegen dem Sägewerk, was da unten ist? Das wäre eine Option, oder? Ich glaube, denselben Bug, den du da letztens hattest, hatte ich gerade auch. Der Ballen, den ich gerade hier hatte, der ist einfach wieder in die Ballenpresse reingegangen. Ah, ja, ja. Das ist so, zurückglitscht. Naja. Er ist einfach wieder zurück in die Ballenpresse. Ich hatte keine Lust rauszukommen.
Der hat sich geweigert. So, dann werde ich hier mal stoppen. Moment. Ich muss noch mal kurz zum Dom runter. Ja. Klopf, klopf. Ja. Sie können mal gerade die Baumsäge nehmen. Auf der untersten Schiene einfach freie Bäume absägen dann. Ja. Sagen Sie mir einfach später, was Sie dann für die ganze Stundensatz hier wollen. Das kriegt man dann schon irgendwie hin. Ja. Okay. Mache ich das. Hä, haben Sie jetzt den einen Baum wieder abgehängt? Ja. Oh, aber schade. Den hätte man ruhig dran lassen können. Ja, ich wusste es nicht. Gut. Ich wollte einfach nur mal ausprobieren, aber man weiß es ja. Einfach alle Bäume hier? Ja, halt so nach und nach. Okay. Das ist schon die am nächsten stehen erstmal. Nicht die, nur die Fichten. Okay. Also nicht die Laubbäume. Gut, danke. Bitte. So, da bin ich wieder. Okay. Ach, egal. Was? Bei mir ist irgendwie der Helfer schon wieder ein bisschen doof. So ein Buggy, wenn man das so sagen kann. So. Oh, da liegen noch Bäume rum. Die müssten dir noch gehören beim Sägewerk. Kannst du die mal gerade verkaufen? Ja, kann gut sein. Nicht, dass das dann bei mir drauf gerechnet wird. So kurz. Sägewerk suchen. Wo sind die? Die liegen im Trigger drin. Wie die hier? Ach, die? Das kleine Zeug, was da rumliegt. Ja. So. Bitteschön. Danke. Wollte ihnen ja nicht das Geld anklauen. Das ist aber sehr nett von ihnen. Ja. Man tut sein Bestes. So. Gut, dann gehen wir mal hoch, weil wir sind schon wieder am Ende angelangt. Oh, okay. Klopf, klopf. Ja. So, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Schon? Ja. Lul. Heute nicht viel gearbeitet, aber wir sind am Ende. Ja, ich bin eigentlich gut vorangekommen. Ich habe ein ganz leichtes Problem. Ja, probier mal abzuhängen. Ich nehm die Säge immer vorne ran. Ich wollte jetzt eigentlich gerade hochkommen zu euch und dann mit Carlos sagen, wie ich eine Abrechnung und so. Ja, können wir ja noch kurz machen. Ja. Ach, bist du mit Wiese 5 fertig? Das ist. Ah ja, schließt die Karte. Schalt sie nochmal an. Ja, ich könnte sie auch nochmal. Ich kann sie auch zurücksetzen. Ja. Warte. Mikado, kann ich es dir schon sagen, oder? Ah, ja. Ah, jetzt. Ja. Ich habe zwei Sägen. Ist ja doof. Interessant. Gut, arbeiten einstellen. Ich stehe eh gerade. Taiofan, was kriegen Sie noch? Ich würde sagen, noch mal 100. Können da auch ruhig mehr haben. Was kriegen Sie von mir? 200 bitte. Ne, ernsthaft. Plus Anfahrtskosten oder sind die Anfahrtskosten schon?
2. Was hast du gesagt mir, Teilfarm? Ohne Anfangsfassen, weil das so wenig ist. Okay. Ja. Ja. Also einfach nur 200. Okay. Dankeschön, das wär's. Dann danke für Ihre Mitarbeit. Der eine Ball nehme ich gerne mit, wenn Sie wollen. Ball? Also, zum Abladen halt. Ach so. Ja. Zack, Motor ist aus. Zack. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Tschüss.